So, weiter geht's mit einer Runde Live. Wir sind auf Panem Live heute. Und ich habe gesehen, ich habe Post bekommen. Ich habe ordentlich Post bekommen. Von Sleben. Danke, Sleben, an dich. Ja, einen Hiss-Jojo, einen LG-Jojo, einen LC-Knuckle, einen Tiger, zwei Champions-Teile und ein. Alles klar. Und ein ganzes Cruiser-Set. Ja, also ich muss sagen, ich bin momentan echt ein bisschen baff. Ich habe am Anfang so gesagt, ich nehme auf meinen Main-Char. Das kann ich schön umgehen. eigentlich keine Dinge an und so. Andererseits muss ich sagen, ich selbst, also wenn ich jetzt wirklich nichts annehme, so viel. Also, das Ding ist mittlerweile, die meisten Server gehen aktuell so schnell down, dass ich gar nicht so schnell irgendwie was erreichen kann. Also teilweise fahre ich den ersten Dungeon und dann gehen die Server schon wieder down. Deswegen, also irgendwie momentan sind wir so eine Zeit, wo die Server so kurzlebig sind, dass viele Let's Plays eigentlich gar nicht mehr funktionieren, wenn ich nichts annehme. Also ich meine, klar, hängt damit zusammen, dass ich halt nur noch sehr wenig oder halt nur mal diese bestimmte Zeit halt eben aufnehme. Halt irgendwie in dieser 15 Minuten alle 2 Tage oder so. Aber selbst dann, ich meine, ja, es sind ein paar Stunden pro Woche, oder ja, so ungefähr 1 Stunde pro Woche. Aber ja, ich meine, klar, damit kommst du nicht weit, das ist schon klar, aber auch wenn ich mal streame oder so, wenn ich mal 2, 3 Stunden dann mal einen Stream mache und so, dann komme ich halt irgendwie auch nicht unglaublich weit. Und deswegen, ich meine, es ist jetzt eh nur der. Alter. Ich meine, wie kriegt man solche Erweckungen? Ich finde das krass, also ich weiß es gerade nicht. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, wie ich damals erweckt habe, aber. Also, ich weiß es nicht. Ich habe sowas nie bekommen, irgendwie. Schon krass, irgendwie. Es ist echt krass. Also, danke an dich, Sleben. Wahrscheinlich hat er gequittet und schickt mir gerade sein ganzes Zeug. Ist super nice auf alle Fälle. Und, ja, ich meine. Klar, ich wollte irgendwie auch am Anfang so voll Series spielen und so, dachte ich mir, naja, farmst alles selbst und so, lernst du ein bisschen was auf dem Server kennen. Mittlerweile denke ich mir einfach, ja, gut, ich meine, ich kann jetzt so weitermachen, wie ich bisher weitergemacht oder wie ich bin, generell bisher gemacht habe. Andererseits werde ich aber so nicht viel auf dem Server sehen, weil der so schnell wieder down geht. Das hat halt irgendwie einfach keinen Sinn irgendwie, also, ich meine, keine Ahnung. So, 33% Crit-Schaden und 30 STA. Ich weiß echt nicht, ob man solche Erweckungen überhaupt Ledgit irgendwie hier kriegen kann. Das ist irgendwie echt krass. Das ist richtig extrem. Also, ich habe sowas nie bekommen irgendwie, aber. Nice. 70% Crit-Schaden auf einem LG, jojo. Boah, kann man sich gönnen. Warum nicht? Warum nicht? Ein LC-Knuckle. Das Ding ist echt nice. Ja, Sleben, danke an dich. Das ist echt ein krasses Zeug, ein richtig krasses Zeug. Werde ich auf alle Fälle mit Spaß haben. Und ja, mal schauen. Also klar, wir nutzen das Ganze natürlich jetzt noch so lang und so gut wie möglich aus, wie es irgendwie möglich ist. Fast Diamond Base Stat. Also es gibt irgendwie ganz, ganz viele Zeuge irgendwie, aber Safe Edit? Keine Ahnung. Erwecken wollten wir mal, genau, stimmt. Erwecken, Items erwecken. Haben wir hier. Ach so, kann man wecken, genau. Wie kostet das Ganze hier? 100k oder wie viel? 300k, genau, stimmt. Und wo war ich denn gerade? Ich habe es gerade irgendwie wieder komplett verpennt. Mal schauen, vielleicht. Na gut, so viel will ich eigentlich gar nicht ausgeben, wir so wecken jetzt gerade, weil das würde mich dann sehr schnell sehr teuer. 25 STR, Alter. Geht ja echt voll easy irgendwie hier so wecken. Ich habe das irgendwie eine voll schwere Erinnerung. 9% Crit-Schaden, ja, ich glaube, das lassen wir erstmal. Haben wir Oris, Oris, Oris haben wir keine. Gibt es irgendwo ein Sammelpad? So, Sammelpad. Pad, 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 Pad. 20 Mille haben wir da nicht, scheiße. Wir ziehen mal das Ding an, wir ziehen das Ding an. Und wir ziehen das Guardian-Jojo an. Hä? Wie? Was? Hä? Guardian-Jojo? Ach, wir haben zwei Guardian-Jojos. Ach, wir hatten schon Guardian-Jojo. Ja, gut, es läuft wieder. Egal. Nicht so wichtig. Man braucht schon Guardian oder so, so ein Scheiß. So,
Genau, eine Pause kann ich aktuell nicht kaufen. Ja, ich würde sagen, ich handle bitte Geld rüber. Ich will noch zwei. Ups. Ich will noch 2 Millionen hier übrig lassen, damit ich nach Astria komme. Der Rest geht erstmal in Ringmaster. Dann kann er auch noch Pause kaufen und auch nach Astria. Und ja, also wie gesagt, ich versuche jetzt schon noch ein bisschen was zu schaffen hier auf Panem Live. Ich hoffe schon, dass das Server noch eine Weile durchhält. Also würde ich schon schön finden, wenn wir hier noch ein bisschen Spaß haben könnten. Achso, genau, ich soll auch Liquid noch grüßen. Hi Liquid. Aber so wirklich garantieren will ich aktuell für gar nichts. Aber ich meine, ich denke, ja, ich denke schon. Also ein bisschen, glaube ich, werden wir schon noch Spaß haben. Das definitiv. Und ja, mal schauen. So, was können wir denn alles kaufen? Achso, genau. Ginger. Christmas Cake, glaube ich, war's, oder? Genau. Aha, enough money, ja, genau. Okay. Fail. Ja, gut, okay, Food brauchen wir nicht. Ding brauchen wir auch nicht. Alles super, glaube ich, oder? Ja, passt. 23% haben wir momentan. Ich weiß nicht, wie viel XP das wir aktuell kriegen. Wahrscheinlich gar nicht mal so viel, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen. Wir Drops sind hier hinter den Dingen, oder? Ne, sind unten sogar. Ja, gut, okay, XP sind sogar echt in Ordnung eigentlich. Ja, also kann man sich eigentlich gar nicht beschweren momentan. Parts auf Schaden. Ja, also ich denke, das passt eigentlich. Wir sollten vielleicht nur nicht hier 13 Level drüber gehen, weil wir einfach ewig leveln. Panembox, ja, blöd. Und, ja, gut, mal schauen. Zumindest können wir die Party leveln. Da haben wir noch hier lange Skills und so weiter. Wobei, so lange brauchen wir eigentlich eh nicht, aber naja, mal schauen. Ach, ich habe nicht mal das neue Cruiser-Set angezogen. Lol, läuft mir. 2,1k. 79% Crit-Rate. Ja, okay. Und das Set ist plus 8, okay. Alter, what the fuck? Wie viel Damage machen wir denn? Ja, okay. Kann man sich gönnen. Kann man sich echt gönnen. Jetzt habe ich irgendeine Mail bekommen. War es 3-Level? Ne, 3-Level kann es gar nicht sein. 3-Level brauchen eh keins, um hier einen Dramnoktra zu haben. Und das. Vielleicht oder wahrscheinlich, wenn ich gefixt ist. Naja, passt schon. Gut, 2% vom Mob, das ist eigentlich ganz akzeptabel. Damit kommen wir voran. Pina kriegen wir auch aktuell. Das geht eigentlich, das passt. So, ich überlege momentan übrigens auch noch, was ich die ganze Zeit machen soll. Was ich die ganze Zeit machen soll. Ich bin hier momentan echt schon wieder am Überlegen. Ich meine, ich bin da mittlerweile echt so ein bisschen dafür bekannt, dass ich irgendwas anfange und wieder alles aufhöre. Also vor allem im Real Life, also auf YouTube jetzt, ja, geht nicht so extrem eigentlich. Ich überlege momentan echt, ob ich hier noch mein ganzes Ding weitermachen soll. Diese ganze Schule, den ganzen Scheiß, ganz im Ernst. Momentan riecht es mich, also letztes Mal hat es mich richtig aufgeregt. Die letzten Male hat es mich schon richtig aufgeregt. Und momentan überlege ich halt gerade einfach echt, ob ich es mit dem Ganzen einfach wieder aufhöre. Es ist halt irgendwie so. Ich suche halt einfach irgendwas, was wirklich einen ordentlichen Nutzen hat, wo man wirklich irgendwie. Was man dann wirklich weiterbringt. Aber aktuell habe ich einfach einen Tag oder mindestens einen Tag in der Woche, wo ich wirklich halt komplett unterwegs bin oder halt einfach komplett weg bin. Wo ich nichts uploaden kann, wo ich halt. Ich sag mal, ist es einfach auch eine Menge Stress einfach, wenn es halt irgendwie 13 Stunden oder 14 Stunden am Tag unterwegs bist. Und dann halt irgendwie noch zu Hause halt dann in Eigenarbeit halt noch irgendwas machen muss und so. Also ich finde es halt einfach persönlich ziemlich beschissen, muss ich sagen. Ist halt einfach ein riesiger Aufwand und wenn sich das Ganze halt einfach absolut nicht auszahlt, also wenn du halt einfach hinfährst und einfach absolut gar nichts lernst, dann ist es halt echt ärgerlich. Also ich meine, würde ich jetzt hinfahren und sagen, okay, dann was weiß ich, kann ich sagen, am Ende des Tages habe ich wieder was Neues gelernt und so, wusste ich so noch nicht, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, okay, halt schon. Okay, dann zumindest. Es ist zwar vielleicht nicht super geil, trotzdem nicht super geil, aber ich würde sagen, okay, wieder was gelernt, das ist vielleicht ein Aufwand wert. Aber so wie es halt momentan eben abläuft und so, ist es halt gar nicht geil. Also, ich meine, momentan warten auch, wie gesagt, noch viele Leute auf viele Sachen von mir. Und ich meine, meine ganz normale Woche ist im Prinzip relativ leer auf den ersten Blick. Aber dann, wenn man wirklich mal ins Detail schaut und so, dann ist das ja doch ganz schön viel Zeug, was ich ja dann meistens halt irgendwie erledigen muss oder halt generell erledige.
Und das ist halt dann irgendwie schon ein bisschen blöd, wenn ich halt dann einfach einen kompletten Tag weg bin. Plus halt dann eben noch dafür halt dann irgendwie noch mehr Zeit oder mehrere Stunden investieren muss und so. Dann muss ich mich persönlich schon fragen, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn? Also, na, wisst ihr? Und da bin ich halt momentan echt stark am Überlegen. Also, bin ich momentan echt nicht ganz sicher. Das ist richtig, richtig blöd momentan. Also klar, ich meine, ich fange halt mit irgendwas an, dann höre ich es wieder auf. Ist Kacke, keine Frage. Aber ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig geworden. Ich meine, du hast halt irgendwie, damals hattest du einfach die ganzen staatlichen Schulen. Gut, ich meine, du hast ja auch nicht immer wirklich viel gelernt. Aber ich meine, diese ganzen Privatschulen und so, oder diese Akademien, wie die sich nennen, oder Privatakademien, was sie wahrscheinlich so ungefähr jeder nennen kann, oder fast jeder. Ich weiß es nicht. Ich bin von denen irgendwie echt nicht überzeugt. Auch das ganze Fernstudium-Zeug und so. Also ich bin davon echt absolut nicht überzeugt irgendwie. Das ist, ich weiß nicht. Ich finde das nicht wirklich gut. Also, ich weiß, letztes Mal zum Beispiel, also sagen wir mal so, ich versuche ja, oder ich hätte eigentlich schon das Ganze gern so, also dass ich halt zumindest mal irgendwie ein bisschen was lernen kann. Problem ist aber einfach nur, zum Beispiel letztes Mal, das ist so wie ein komplettes, perfektes Beispiel im Prinzip, was dieses, das Ganze einfach wirklich gut repräsentiert. Ich kann Pfeile ausrüsten. Nee, kann nicht, schade. Da hast du irgendwie dann, oder haben irgendwie zwei Leute Referate, was insgesamt schon mal 1,5 Stunden dauert. Oder, sagen wir mal, eineinhalb Viertelstunden. Aber letztendlich ist dann wirklich so viel Zeit weg, dass es dann statt 1,25 Stunden, 2 oder vielleicht sogar 2,5 Stunden sind, die dann wirklich weg sind. Weil ich meine, Vorbereitung und was weiß ich noch alles, und dann erzählt der Dozent noch irgendwelche Geschichten dazu und was weiß ich. Dann vergeht schon mal 2,5 Stunden in der Regel, und das ist, glaube ich, noch gar nicht mal so extrem bemessen, also ich glaube noch relativ human. 2,5 Stunden für im Prinzip nichts, weil Referate, also ich halte nicht wirklich für informativ. Ja, dann hast du ja wieder viel Zeit verkackt. Dann ging es weiter. Also, dann haben wir generell, glaube ich, noch irgendwas gemacht, was wir letztens in einem anderen Programm gemacht haben. Also, das ist auch so ein kompletter Bullshit. Und man lernt es erst was in einem Programm und lernt es gleich nochmal in einem anderen Programm. Und wenn es das schon generell weiß, wie es funktioniert, dann ist es dumm einfach nur. Ich meine, das Prinzip ist immer das gleiche. Es ist halt einfach nur irgendwie anders versteckt oder so. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Videobearbeitungsprogramme zum Beispiel. Und wenn du das jetzt irgendwie zweimal lernst für zwei Programme, dann hast du trotzdem nur zwei Programme gelernt von 10 oder 15 verschiedenen Programmen, die es gibt. 20 vielleicht sogar. Ist halt kompletter Humbug irgendwie. Und dann hast du halt irgendwie den Kamerading oder den Kamerateil, der eigentlich okay ist. Gäbe es nicht so einen kleinen Haken. Zwei Haken. Ganz viele Haken eigentlich. Dann hast du irgendwie zwei Gruppen, also eine Fünfergruppe quasi, was eigentlich zu groß ist, meiner Meinung nach. Eher 3-3er. Also 2-3 und 1-4er. Und dafür halt dann einfach kleinere Gruppen, damit du eben schneller durchkommst und so weiter. Was übrigens technisch möglich wäre, die hatten die Ausstattung dafür. Und ja, halt wirklich einfach was lernen, was Neues lernen und einfach direkt Feedback dafür bekommen. Würde ich gut finden. In der Realität ist es aber so, Fünfergruppen, die werden irgendwie 20, vielleicht 30 Minuten, wenn es gut läuft, was gezeigt. Dann heißt, mach mal selbst. Und dann ist es allerdings so, dass es nicht so ist, okay, ihr habt jetzt irgendwie bis so und so lange Zeit, sondern macht das mal und kommt dann wieder. Ja, eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden, einmal sind sogar 3 Stunden vergangen, von maximal, also von insgesamt 4 Stunden Unterricht, also von diesem Teil dann, und tja. Es ist echt nicht mehr lustig, ich weiß es nicht. Und ich meine, das Positive ist, ich muss es selbst nicht zahlen. Also positiv und negativ zur gleichen Zeit eigentlich. Weil bei uns gibt es nämlich keine Medienanstalt, nämlich gar nichts in der Umgebung. Es gibt es erst nächste in Nürnberg. Das sind von mir irgendwie 200 Kilometer oder so. Das ist nicht zumutbar.
Und deswegen zahlt es dann trotzdem, oder werde ich dann trotzdem gefördert, also muss er halt quasi für nichts zahlen für diese Ausbildung, auch wenn es halt nicht staatlich ist. Problem ist aber, du bist einfach trotzdem an die ganzen Bedingungen gebunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt damit aufhören würde, ob ich dann irgendwie den Shit eigentlich dann selbst zahlen muss, also, weil ich aufgehört habe, oder wie das dann läuft. Wenn das nämlich wirklich der Fall wäre, dann wäre es nämlich echt ein richtiger Scam einfach. Also ich meine, also. Das wäre halt. Ich brauche 22 Millionen, nicht 20. 20 fürs Pad, 2 Millionen wieder, um reinzukommen. Genau. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem. Ich weiß nicht, was läuft denn das? Agentur für Arbeit oder so, glaube ich, läuft das dann. Ob ich wirklich denen das zutrauen soll, aber wahrscheinlich kann man das denen so zutrauen und so. Auch wenn es eigentlich dann. Im Grunde dafür gefördert wurde oder im Grunde dafür bezahlt wurde, weil einfach die Kommunen halt in unserer Umgebung nicht geschafft haben, einfach mal eine Berufsschule dafür zu bauen oder halt einfach mal das anzubieten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Ganze wahrscheinlich dann selbst zahlen müsste. Das heißt, du bist quasi verpflichtet, dieses ganze Ding dann bis zum Ende zu machen. Das sind, glaube ich, 13 Monate oder so. Ich war aktuell, bin im vierten, glaube ich, aktuell. Und also. Gibt es eine Babycow? Keine Babycow, oder? Ein Pony. Ein Pinguin. Oh, ein Pinguin. Oh, diese Kobra wollte ich früher auch mal haben. Ich mag diese Kobras irgendwie. Schlängelt sich immer so hinterher. Ach, ich habe das Pad nicht mehr rausgeholt. Rap. 30 STA. 2006 und 2008. Alter. Kann man sich gönnen? Klar, kann man sich einfach mal schnell so gönnen. Holy shit, ey. Naja, also wie dem auch sei. Ich weiß es momentan echt nicht, was ich machen soll. Es ist schon wieder so. Da musst du irgendwie ewig warten, weil diese Leute, die es da eigentlich noch fragen könntest, rein theoretisch, sind dann wieder ewig lang krank und nicht erreichbar und. Oh. Ich bin echt von dieser ganzen Scheiße so genervt. Ich meine, es ist schon wieder so, dass ich es echt bereue irgendwie. Also, ich meine, am Anfang dachte ich mir voll geil. Es ist im Prinzip auch ganz geil. Oder zumindest. Vom Ansatz her ist es ziemlich cool. Aber wirklich dann die Umsetzung und tatsächlich dann, wo es am Ende wirklich dann stehst und so, das ist halt dann wirklich Kacke. Also, das ist nicht schön. Also, ja, ich weiß auch echt nicht, wie ich weitermachen soll. Das ist momentan so, ja, was du, egal wie du das machst, das ist halt im Prinzip einfach Kacke. Was du machst damit? Und, tja, ich weiß es nicht. Ich werde mal einfach schauen. Ich weiß es nicht. Ich meine, morgen ist schon wieder so ein Dienstag dann. Ich überlege die ganze Zeit einfach gar nicht mehr hingehen erst und. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so nervig irgendwie nur noch. Und ich meine, weil es dann wirklich dann einfach einen Tag lang wirklich so viel Stress hast. Einfach auch, weil ich eine ewig lange Anfahrt habe. Und dann irgendwie erst noch x-mal warten muss. Irgendwie auf den Zug warten. Dann irgendwie. Dann kann ich erstmal 2 Kilometer zu Fuß gehen dann. Oder erreicht es, ja, gut, kommt hin. Und dann kommt der Zug so scheiße, dass ich erstmal noch eine Dreiviertelstunde oder mal eine Dreiviertelstunde warten kann. Es ist irgendwie echt alles Kacke, also. Ich weiß es nicht. 1,5 Stunden Zugfahrt dann etwa. Keine Ahnung. Bin mal wieder auf der Suche nach dem. nach dem schlauesten Weg, das Ganze zu lösen, das Problem. Aber ich glaube, da gibt es wohl keinen schlauesten Weg, weil das wahrscheinlich alles eher suboptimal ist, was ich mache da. Tja. Ich werde es mal schauen, wie ich weitermache. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es dann morgen mache. Meine Lust darauf ist einfach komplett minus 5. Ich meine, ich arbeite momentan so vielen Videos parallel. Mir reicht die Zeit hinten und vorne nicht. Und dann gehst du halt einfach irgendwie. Einfach mal den kompletten Tag bist du einfach nicht da, wo du einfach nichts machen kannst und die anderen Leute warten und warten ja generell, dass du mal irgendwie dein Konzept halt mal vorzeigst und so weiter. Dann ist aber auch aktuell gerade die Saison für bestimmte Videos, die ich eigentlich machen wollte. Kann ich auch nicht machen, weil ich keine Zeit habe. Oder nicht genügend Zeit, aber sagen wir mal so. Zeit reicht halt einfach nicht. Nee, nervt mich persönlich ziemlich, also.
Ja, aber was willst du machen? Was willst du machen? Ich weiß es nicht. Das ist Kacke. Es ist einfach nur Kacke. Also, ich meine, ich werde noch eine Weile warten. Vielleicht gehe ich da morgen mal noch hin. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, klar, ist natürlich einfach auch super risky, jetzt einfach mal zu sagen, ja, komm, scheiß drauf. Weil es da nicht weiß, was dann wirklich die Folgen davon sind. Kann halt echt ein bisschen kacke ausgehen, vielleicht. Und deswegen. Einfach wieder auf der Suche nach der richtigen Entscheidung. Wie so oft irgendwie. Ich meine, klar, jetzt habe ich schon so viele Sachen angefangen, ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Irgendwie hier meine Ausbildung, da meine Ausbildung, da mein Fernstudium, da mal wieder eine andere private Schule und alles Mögliche ausprobiert und wieder abgebrochen. Und das Ding ist aber auch, weil es halt wirklich gar nicht so einfach. Also ich meine, man kann irgendwie, also wirklich heutzutage irgendwas finden, was wirklich entweder sein Geld wert ist oder halt wirklich, was sie wirklich weiterbringt. Das ist so schwierig geworden. Also ich meine, keine Ahnung, ich kenne ein paar Leute, die haben mit dem früher auch sowas gemacht, irgendwie da mein Fernstudium oder so. Leute, so OP hier, dieses SF. Aber mittlerweile ist das Ganze ganz und gar nicht mehr einfach. Also kannst halt einfach irgendwas machen, um irgendeinen dummen Wisch zu kriegen, der einfach irgendwas bestätigt. Du bist super toll, hast irgendwas abgeschlossen, fühl dich als richtig krass und so ein Scheiß. Aber am Ende lernst du halt einfach teilweise einfach absolut gar nichts. Ist irgendwie traurig, aber ja. Vor allem, weil du dich halt einfach die ganze Zeit dafür rechtfertigen musst. Das ist halt einfach so das andere, das, was mich echt einfach ziemlich aufregt. Also, ich meine, ja, ich weiß es nicht. Ich dachte mir eigentlich so, ich wäre eigentlich alt genug dafür, um meine Entscheidung selbst zu treffen. Und trotzdem soll es sich die ganze Zeit vor irgendwen rechtfertigen und so. Klar, ich meine, zum Teil ist es vielleicht gerechtfertigt. Wenn es einen Einfluss auf andere hat, nicht einen Einfluss, dann. Wenn du da auch andere beeinflusst werden, okay. Oder beeinträchtigt werden, aber ansonsten. Tja. Ja, es läuft einfach wie immer. Am besten einfach irgendwas selbst aufziehen, gar nicht so viel über Gedanken machen, über. Ja, ich meine, das ist vielleicht der falsche Tipp fürs Leben. Aber sich irgendwie Gedanken machen, was man macht und irgendwie Ausbildung und so. Ganz im Ernst, ich meine, wir werden wahrscheinlich viele widersprechen, das ist wahrscheinlich auch der falsche Tipp, den ich jetzt gerade gebe, aber ich persönlich, ich halte mittlerweile nichts mehr davon. So viel ausprobiert, so viel gesehen und so oft gesehen, wie es einfach schief läuft und falsch läuft. Ich weiß es nicht, ich kann davon einfach nichts mehr Positives halten und nichts mehr Positives drüber sagen. Ich weiß, wie gesagt, das klar, ich meine, die breite Masse wird trotzdem damit gut fahren. Aber ich persönlich, also A, schlechte Erfahrungen, B, hat es mir nie was gebracht. Oder hätte es mir nie was gebracht. Und ja, ich meine, das ist eine schöne Zeitvertreib. Man kann damit Leute gut beschäftigen, sagen, okay, hier mach 3 Jahre Ausbildung und was weiß ich alles. Aber ich weiß es nicht, also. Vielleicht verstehe ich das ganze Prinzip aber auch falsch. Das ist möglich. Wahrscheinlich ist es so. Aber. Ich hinterfrage einfach wahrscheinlich zu oft und zu sehr den Sinn irgendwie. Dieses Blue Shine Sword, das ist mir noch in Erinnerung geblieben da. Hatte ich damals auf meinen ersten Blade. Das war cool. Naja. Wie dem auch sei. Da ist ein King. Mal schauen, was morgen ist. Vielleicht kommt morgen ein Video, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich kommt kein Video. Ich weiß es echt nicht. Momentan bin ich einfach echt nur genervt. Und ich denke mir einfach nur so, komm, warum hast du angefangen und so. War halt einfach echt Müll. Aber klar, ich meine, was willst du anders machen? Besser als nichts, denkt man sich halt dann so. Ja, irgendwie. Ich weiß es nicht. Ist alles gar nicht so easy. Also. Leider ist es nicht easy. Es wäre schön, wenn es alles super easy wäre. Wenn man sich nicht die ganze Zeit Gedanken drüber machen müsste und so weiter. Denke auch schon drüber nach, die ganze Zeit mich einfach selbstständig zu machen, einfach mein Ding durchzuziehen. Wobei das Ganze natürlich mit sau viel Geld verbunden ist, was man investieren muss.
Und das hält mich momentan so ein bisschen davon ab. Aber vielleicht ist es wirklich das Risiko, was man eingehen muss, um halt wirklich dann, um wirklich was zu erreichen. Aber da musst du ja erstmal die Balls dazu haben, das wirklich zu machen. Also, naja, ich würde sagen, ich beende auf alle Fälle erstmal die Folge. Ich weiß nicht, vielleicht, ja, nächste Folge, vielleicht hat sich da schon einiges geändert dann. Ich hoffe es zumindest. Momentan kann ich jetzt, ehrlich gesagt, eher mal hoffen, dass es gar nicht mal so weitergeht, wie es aktuell läuft. Weil aktuell bin ich absolut nicht zufrieden mit dem Ganzen. Und wie gesagt, vielleicht ändert sich was zur nächsten Folge oder bis zur nächsten Folge. Bis es dann mal wirklich soweit ist. Alter, nicht dein Ernst, Mann. Jojo of Fairness. Liquid. Warum? Invaded Time. Data Time. Daytime. Ja, danke. Ja, mal schauen, wie es weitergeht mit dem Server. Vielleicht geht es dann noch irgendwie einigermaßen weiter. Ich weiß es nicht. Ja, wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.